Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ja. Ich gehe doch allein. Du wartest draußen. Ups. Ich kann dich nicht im Stich lassen. Wenn dir was passiert, reißt Geralt mir den Kopf ab. Was war da los? Wir müssen unseren Rückzug decken. Es wird Ärger geben. Es könnte turbulent werden. Wir müssen schnell fliehen und in der Menge untertauchen. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Oh, oh. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Aber hallo. Ich muss aufs Dach klettern. Ja, yeah. Wir dürfen wieder mit Ciri spielen. Ich finde die Stellen ja auch mega cool. Ich mag Geralt zwar richtig arg, aber mit Ciri zu spielen ist einfach eine mega geniale Abwechslung. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Und wohin jetzt? Im Zimmer ganz oben, mit dem Balkon. Über die Dächer auf dem Balkon. Auch eine nice Geschichte. Und ups. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Können wir... Ja, okay, wir können speichern. Gut, dann schauen wir mal abgeschlossen. Zum Fenster reinschauen. Oder zum Fenster reingehen. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Ciri, dein Schwert kannst du schon mit rausnehmen. Auf die Knie, Schlampe. Setzt Ciri ihre Spezialkräfte ein, nimmt ihre Energie ab. Ja. Alles klar. Der hat irgendwie vergiftet das Schwert, scheint mir. Na, Ciri kann nicht wirklich kontern. Bring dich um, du Hure! Ich schlitz dich auf, du kleine Hure! Wo ist Räubens Schatz? Okay, es hat schon gereicht. Auge um Auge. Sie kommen. Dudu, hör zu. Wir machen es so. Ah, schnapp die verdammte Hure! Praktisch. Tötet ihn, vor allem. Holt euch das Luder! Ah, das passt schon eher. Aua. Ja, wir fliehen aus Hurensohn in das Versteck. Alles easy. Oh, hat noch mehr Leute. Immer schön durch die durch und von hinten angreifen. Das funktioniert wunderbar. Jetzt natürlich noch mehr. Ist ja klar. Ah, hat er mich trotzdem getroffen. Ja, Auge
Ja, da war ich ein bisschen zu langsam, mein Freund. Und Tschüssi, draußen hat es wahrscheinlich noch mehr. Nee, scheint nicht so. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Was ist mit der Frau passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Nee, sehe ich nicht. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Bei aller Liebe, aber nein. Ganz ehrlich, nicht. So, erzähle Priscilla, was du über Dodo herausgefunden hast. Das machen wir erstmal aus dem extrem bedenklichen Gebäude hier raus. Ups. Finde die Junior Quest abgeschlossen mit einem Stück zum Erfolg. Das große Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennen. Hä? Was? So, erstmal hier raus. Was kommt jetzt? Ah, na toll. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Na toll. Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg, einst das Kronjuwel der redanischen Flotte, aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Na toll. Such König Radovid auf. Spenden finanziert. Na, Glückwunsch. Von Damen der größten Familien gaben gar keinen Bock auf den Typ. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Was will er denn jetzt von uns, ha? Erzähl mal. Ach, der ist doch echt durchgeknallt, der Typ. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Na toll. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Seit Lokmuin gehen wir getrennte Wege. Getrennte Wege? Ihr habt sie zusammengetrieben und niedermetzeln lassen. Du vergisst warum. Sie hätten einen neuen Rat ins Leben gerufen. Denselben, den sie einst vernichtet haben. Ich war dafür offen, die anderen Herrscher auch. Bis ein gewisser Hexer herausfand, dass die Loge hinter den Herrschermorden steckte. Die Magier erwiesen sich als Verräter, während der Hexer sie geschickt zur Strecke brachte. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhard. Na toll. Da freue ich mich nicht drauf. Aber gut. Wenn der Radovid meint, er hat uns ja auch Hurensohn Junior geliefert mit nützlichen Informationen immerhin. Eingefallen für Radovid. Deine Waffen. Ja, danke schön. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen.
Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. So kann man das auch sehen. Schwupps. Entschuldigung, Hexer Geralt von Riva? Und wer bist du? Ja, was willst du? Ich habe eine Nachricht für dich. Warte mal, von wem? Lies sie, dann weißt du es. Ja. Wir müssen uns so schnell wie möglich sprechen, es ist wichtig. TM. TM? Triss muss ihn geschickt haben. Ah. Ich muss sie finden. Jetzt oder nie trifft dich mit Triss. Okay, wir schauen mal in unseren Quest-Menüs. Das ist eine Nebenmission. Hauptquests haben wir Erzähle Priscilla, okay. Und Nebenmissionen haben wir momentan. Sprich mit den Hexenjägern vor Philippas Versteck und mit Triss. Gut, dann machen wir erst das mit Philippa. Ist ja egal eigentlich in welcher Reihenfolge, aber ich will erst das mit Philippa abschließen. Ich guck mal kurz Shop. Wo dann das nächste Schnellreiseschild ist oder wo wir hin müssen. Okay, ja, das lohnt sich. Pass doch auf. Tut mir leid, Entschuldigung. Boah, immer Leute, die hier rumpfeifen. Ist unglaublich. So. Schnellreisen. Schwupps, dann sind wir nämlich fast da. Und dann schauen wir mal. Wir sollen Philippa Eilhard zu Radovid bringen. Ist eigentlich nicht so unser Ding, hier Magie auszuliefern. Oh oh. Der wurde wohl verkohlt. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ich bin hier, um euer Problem zu lösen. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Ja, das machen wir gleich. Jetzt geht's erstmal hinunter. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Ah, das wird nicht nötig sein. Öffne Philippas Versteck, das machen wir gleich. Erst kurz speichern. Schwupps, schwupps, schwupps. Schwupps. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Ah, hier. Hier fehlt eine Kachel. Ja, rein damit. So. Ich dachte erst, es wäre ein Portal, aber es war halt eine magische Barriere als Tür. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Hallo? Kann ich hier nicht interagieren? Nee, scheint nicht so, okay. Ja, Philippa kann sich ja in eine Eule verwandeln. Totale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Na dann, schauen wir mal. Juhu! Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Aha. Dann sind wir hier schon mal gar nicht so schlecht. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Ah, toll.
Danke, Herr Silber. Wie, der ist noch nicht tot. Schon da los. Ist noch einer. Das ist unglaublich nervig, vor allem wenn es viele sind. Es ist nicht aktiv. Oh. Nein. Geralt. Nein. Oh. Ja. Ich war zu schnell. Tut mir leid. Wir müssen Art wirken und das Portal aktivieren. Alles klar. Ich bin nur zu schnell durchgerannt und dann ist Geralt runtergeplumpst und ich konnte nicht mehr rechtzeitig hochklettern. Ja. Passiert auch mal. Ist aber in dem Fall extrem dumm gelaufen. Deswegen gibt es leider nochmal so einen schönen Ladebildschirm für euch. Na komm schon. Funktioniert. Okay, hätte das gedacht. Oh, und schwupps. Dann müssen wir die Necker nochmal kurz weghauen. Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. So, es waren zwei, da ist Nummer drei. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Wo ist denn der Kristall? Hier irgendwo. Ah, hier. Art. Schubs. Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Sehr gut. Das Spiel hat gerade automatisch gespeichert, aber ich speichere gerade lieber immer noch selber. Gerne. Aha. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Ah, das Steck denn? Die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte. Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Gib mir den Kristall. Nur über meine Leiche. Du hast es nicht anders gewollt. Na toll. Ah, wir müssen jetzt auch noch boxen. Schneller oder vielleicht schmerzhaft. Verdammter Mutant! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Hat gut funktioniert. Gib meine Kraftspeicher her. Das reicht. Ich gebe dir den verdammten Kristall. Dankeschön. Geh mir aus dem Weg. Liebesbriefe. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metina und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst? Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn du das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt, du dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern Dijkstra, dieses bei allen nötigen Respekt schmerbäuchige Schwein statt meiner, vielleicht haben dir ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Oder das ist wieder so ein Spiel von dir. Aber auch wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Na toll. Noch eine Feder. Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Ja, noch eine. So, Kraftspeicher muss wohin? Hierhin. Gut, und jetzt aktivieren. Sehr schön. Schwupps.
Wunderbar. Nächstes Portal. Juhu. Aha. Necker Army am Schlüssel. So aus, noch eine Eulenfeder. Und hier geht's weiter. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Finde den fehlenden Kristall. Na toll. Muss ich jetzt den Kristall suchen. In der Neckerhöhle hier unten. Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Ja, zur Neckerparty. Der Kraftspeicher. Ich hab... Aua. Das ist die Kacke. So, da ist der Kraftspeicher. Ups. Und wieder zurück. Und hepp. Gut gemacht, Geralt. Speichern. Portal aktivieren. Hallo? Hier. Kraftspeicher rein. Mit Art aktivieren. Neues Portal. Flups. Juhu. Portal Omania spielen wir hier gerade. Nur, ja, die sind schon tot, die ganzen Hexenjäger. Ist alles voll mit Portalen. Richtig nervig. Ich schau mal, was hat sie hier noch? War ja klar. Jägerstiefel. Mach ich inzwischen irgendwas an Rüstung oder sowas besseres? Nö, nicht wirklich. Und Waffen? Ich glaube auch nicht. Nö. Okay. Dann schauen wir mal. Oh toll, ein Ifrit. Das ist, glaube ich, Feuer. Ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Feuerelementar. Geil. Oh. Hätte jetzt mein Quen so schnell gebrochen? Fleisch regeneriert meine Gesundheit. Ja doch, jetzt. Es dauert bloß ein bisschen. Dacht schon. Der ist ja fast schon weg. Was für ein... Was für ein... Billo. Ja, Feuergenius war das. So. Easy. Kohle im Herz, sehr schön. Leben regeneriert sich auch wieder. Wir untersuchen Philippas Versteck. Da hinten sehe ich schon wieder ein Portal. Nein, doch kein Portal. Okay. Eine Tür. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft. Oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Mhm. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Hm. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Ein Megaskop, versenkt und voller Ruß.
Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Tja, dann ist die Frage, wo ist denn der? Kristall? Hingeflogen. Da ist noch irgendwas, was wir angucken können. Hier. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Alles klar. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge soweit. Wir können da mal noch kurz speichern. Und dann in der nächsten Folge erzählen wir Radovid, was wir über Philippa erfahren haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.